Krypto-Credit-Cards, ein Thema, was bei euch extrem gut ankam. Das letzte Video dazu ist ja schon komplett explodiert. Ihr wolltet mehr, wir haben mehr, wir haben eine weitere Möglichkeit. Diesmal sogar die Möglichkeit, keine Kosten bei der Karte zu haben. Ist sie besser, ist sie schlechter? Wir gehen gemeinsam einen Vergleich. Direkt Kanal abonnieren, Daumen nach oben drücken und let's go! So, meine Freunde des dezentralen Krypto-Space, wir sehen hier Unlock Financial Independence with Flyback. Was ist Flyback? Schauen wir uns gemeinsam an. Ihr seid natürlich sehr viel auf mich zugekommen nach dem vergangenen Video. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal für euer Feedback. Hunderte von Kommentaren, hunderte von Likes. Richtig geil. So macht das Spaß. Und auch unter diesem Video werden wir wieder etwas verlosen. Ich denke, auch hier bei Flyback kann ich wieder raushandeln, dass ihr als Community wieder Karten for free bekommt. Deswegen, jeder Kommentar zählt. Hau deinen Kommentar direkt rein. So wie generell, wenn du mehr Content haben willst, immer Daumen nach oben drücken, Kommentar schreiben. So unterstützt du diesen Kanal. Jetzt wollen wir mal wirklich tiefer ins Detail gehen. Was ist Flyback? Auch sie wollen eine dezentrale Kryptokarte, diesmal sogar ohne KYC bringen. Wie soll das funktionieren? Also, sie wollen quasi eine Alternative bilden, wie die Charakteristik auf digitalen Gold, also Cryptocurrencies, Blockchain-Technologie, hierauf wird das Ganze aufgebaut und sie haben dementsprechend auch einen Token, der aktuell im Presale ist und durch diesen Presale kann man die Karte quasi for free kriegen, gehe ich aber gleich näher drauf ein, deswegen sowieso bei allen Videos immer bis zum Ende dranbleiben und ganz wichtig, das ist kein Financial Advice, alles just for fun und weil das alles so schön ist und nicht, weil wir hier irgendjemanden finanziell beraten wollen. Also, du kannst deine Kryptos anonym mit der Flyback virtuell Debitkarte ausgeben. Es gibt sogar eine virtuelle Karte und es gibt auch eine physische Karte. Gehen wir auch später drauf ein. Keine KYC required. Du kannst dein Geld komplett anonym ausgeben. Bei dem vorherigen Unternehmen, was ich vorgestellt habe, gab es eine Soft-KYC. Hier gibt es dementsprechend gar keine. Wenn du dir das Ganze selber anschauen willst, dann findest du den Link natürlich in der Videobeschreibung. Ja? Einfach in der Videobeschreibung raufklicken, kostenlos registrieren und alles selber abchecken. So, das Ganze ist kompatibel mit vielen verschiedenen Kryptowährungen, auch schon mal wieder ein Vorteil. Du kannst das Ganze offline sowie online dementsprechend bezahlen, ja. Und die Karte wird auch kompatibel mit Apple Pay, Google Pay sowie Samsung Pay sein. Auch wieder ein schöner Vorteil. Goldsicherheit, was soll das bedeuten? Mit jedem Kauf oder mit jedem Deposit, den man macht, wird 10% direkt automatisch in Gold dementsprechend abgesichert. Damit kaufen sie quasi für dich Gold. Gut, ich denke, mit Kryptos kann man mehr Gewinne machen, aber letztendlich ein nices Feature, wenn man sozusagen direkt 10% zurückbekommt in Gold und das dementsprechend irgendwann physisch. Ich habe auch immer noch mal Gold, ich kann das sogar zeigen. Das trage ich tatsächlich immer bei mir, ja? Mittlerweile seit 2017. Wo ist es überhaupt? Hier ist er, der Kinebahn Gold. 1 Gramm Gold habe ich immer dementsprechend am Start. Falls alles versagt, habe ich noch 1 Gramm Gold, mit dem ich mir mein letzten Brötchen kaufen kann. Spaß beiseite, soweit wird hoffentlich nicht kommen. Wir gehen weiter rein. Dann haben wir dementsprechend die Flyback Treasury. Also 25% von allem, was dementsprechend reingeht, geht in Deposit, was letztendlich eben die Liquidität ist. Also auch sehr wichtig, dass der Token nachher Liquidität hat. Viele Firmen packen nur 10% der Liquidität, hier mit 25%. Auch wieder ein weiterer guter Punkt. Ne? Das gibt, wie gesagt, Liquidität für die Trading Pairs, Marketing Events und Buybacks, sodass der Token letztendlich auch steigen kann. Bis jetzt gefällt mir die Präsentation auf jeden Fall ganz gut. Wir gehen mal hier ins Backoffice. Also aktuell 3000 Menschen kennen das Ganze noch, ist relativ frisch. Ich persönlich habe mir gerade $1000 aufgeladen und habe dann eben auch schon im Presale für $1000 jetzt eingekauft. Und damit kann ich mir jetzt eben auch die Karte holen. Wir sehen aktuell Level 5. Es geht dementsprechend bis auf Level 10 hoch und der Launchpreis wird 10 Cent sein. Sprich, ich habe mir sagen lassen, wenn man jetzt in dieser Stage, bei Stage 5 noch investiert, der Launch bei 10 ist, man die Hälfte der Token abverkauft, hat man immer noch genug Token, um seine Karte voll und ganz zu benutzen. Weil hier musst du kein Geld ausgeben, dementsprechend mit Karte zusammen, sondern du kaufst letztendlich Token, den du eben später auch verkaufen kannst. Und da ist letztendlich natürlich ein Unterschied zu Bridgebit, wo du natürlich erstmal Kosten am Anfang hast. Hier sehen wir jetzt nämlich dementsprechend einmal die virtuelle Karte, also eine virtuelle Prepaid-Kryptokarte, die du dementsprechend jedes Mal wieder aufladen kannst. Oder wie gesagt, die physische Karte. Und ich finde es immer gut, so eine physische Karte zu haben. Wie gesagt, für die physische Karte braucht man ein Tausender dementsprechend im Investment, um sich, wie gesagt, hier dementsprechend diese Karten zu holen. Die sind auch immer nur limitiert vorhanden, aktuell 50. Ich werde dementsprechend jetzt hier meine Daten eintragen und mir die Karte nach Indonesien schicken lassen. Auch wichtig, die liefern in über 150 Länder, auch hier in deutlich mehr Länder wie eben bei den großen Bekannten. Also auch hier wieder ein Vorteil. Ich bestelle mir die auf jeden Fall und dann mache ich euch dazu natürlich auch wieder ein Update-Video. So, wie gesagt, hier sehen wir die verschiedenen Stages. Aktuell sind wir in Stage Nummer 5 und so wird es eben Step by Step hochgehen. Und er wird eben bei 10 Cent gelistet nach dem Presale.
Also hat man dementsprechend schon eine Verdopplung zum aktuellen Zeitpunkt. So, auch hier gibt es natürlich wieder für diejenigen, die in die Empfehlung weitergehen wollen, gibt es hier ein paar Commissions. Klar, wärst du jetzt dementsprechend auch nicht reich mit, aber letztendlich nice to have. Und ihr wisst ja sowieso, ihr habt es ja schon gesehen, habt mir hier wieder als Bali Beach Boys registriert. Alles, was dementsprechend da wieder reinkommt, geht wieder in die sozialen Projekte der Bali Beach Boys. Blenden an der Stelle natürlich auch gerne wieder was ein. Die neue Website der Bali Beach Boys ist übrigens auch abgedatet. Wir haben Großes vor dieses Jahr, dass dementsprechend auch wieder Airdrops an die Holder ausgeschüttet wird, dass endlich das Passive Income an die Holder dementsprechend kommt. Die Bali-Card-Entwicklung geht weiter. Bali-Invest-Projekte laufen so oder so gut. Da habt ihr die ganzen News ja eh schon in der Telegram-Gruppe der Bali-Invest oder auf den letzten Update-Webinar. Wer sich noch nicht von euch damit beschäftigt hat, unbedingt abchecken. Das ist eure Lösung für die Absicherung im Bullrun, wenn die Kryptos oben sind, dass man eben dann auch Investments hat, die dann Long-Term hohe passive Einnahmen bringen, die dich eben näher zur finanziellen Freiheit bringen. So, wie man sieht, Bitcoin-Halving steht an, Physical Debit Card steht dementsprechend jetzt hier alles an und 2025 soll noch deutlich mehr kommen, also die haben auf jeden Fall auch Ziele für die Zukunft. Wie gesagt, ist für mich eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobiere und was definitiv eine gute Möglichkeit darstellt. Wie dementsprechend die Kostenstruktur der Karte ist, konnte ich jetzt gerade hier nicht ersichtlich werden, aber ich denke, sie werden ähnlich wie bei der anderen auch sein. Wie gesagt, es kommen noch Update-Videos, jetzt kann sich auf jeden Fall schon mal for free registrieren. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.